Moin in die Runde. Hallo Niedersachsen. Ihr kriegt jetzt eine erfahrene Agrarpolitikerin als Landwirtschaftsministerin. Erfahrung, wo war denn, wo hat sie denn Erfahrung? Einen Beruf hat sie ja nicht. Erfahrung. Ach, Salatwaschen. Das kann vielleicht sein. Vielleicht beim Salatwaschen erwischt worden. Richtig. Apropos Salat. War nicht in Freiburg auch noch so weit? In Süddeutschland? Mit vegetarischer Ernährung für Kindergärten und Schulen? Weil das ja ausgewogen ist. Die Ernährung ist dann ausgewogen. Hallo? Ernährungspyramide, ist aber auch Fisch und Fleisch und Käse, sowas alles drin. Das ist dann vielleicht nicht mehr ausgewogen. Und dann habe ich heute Morgen gehört, mein Kollege von mir, der meinte da in Süddeutschland, seine Bullen werden vegetarisch ernährt. Vielleicht würden sie die dann auch im Speiseplan packen. Naja, vielleicht. Oder die Leute da aus der Stadt, aus dem grünen Parlament, Stadtparlament, sammeln da nachher die Wiesen, den Klee ein und das Gras, was die Bullen ja nicht mehr brauchen, weil sie nicht mehr da sind. Nee. Ach, da war noch was. Energiepolitik war ja auch noch was. Ich habe heute Morgen mal so zufällig raufgeguckt auf die Photovoltaikanlage. Morgens 9 Uhr, was soll ich euch sagen? 1500 Watt hat sie gebracht. Von 84 kW, die installiert sind. Und da meinte doch so ein langhaariger Spezialist, für was ist er noch Spezialist? Außer für Kriegstreiberei, dass ja durch das Atomkraftwerk jetzt grüne Energien abgeschalten werden müssen und der Strom deswegen noch teurer wird. Gut. Ja, aber dass wir im europäischen Stromverbund sind, dass wir dieses Jahr schon wieder ganz schön oft was bezogen haben aus woher? Aus Frankreich. Also europäischer Stromverbund heißt, dass wir liefern, wenn die nicht können und die liefern, wenn wir nicht können. Das wird wohl mehr nach hierher gehen. Wir haben ja bald Winter. Dann wird die grüne Energie nicht so oft laufen. Beim Hochdruckgebiet und Windstille sind die Windmühlen aus und die Solaranlagen fangen erst so um 10 an, wenn es noch früher oder später hell wird und früher dunkel wird, dann fallen sie noch früher aus. Und die Peakleistung wird ja auch nicht mehr erreicht. Ja, was macht man denn da? Ja, die Schweiz hat ja damals schon gesagt, wir schalten uns aus dem Stromverbund aus, wenn ihr eure Netzstabilität, und damit hängt zusammen, dass man Atomkraftwerke nutzt, um mit Netz stabil zu halten. Das heißt auch in den Frequenzen. Wenn du mich unter 49 Hertz bist, fängt es an, schwach zu werden. Dann gehen auch manche Uhren ein bisschen langsamer. Bei manchen ticken die Uhren sowieso langsamer. Aber naja, das ist eine andere Frage. So, denkt mal drüber nach. Über grüne Politik, die wir hier in Deutschland haben. Nicht nur hier in Deutschland. Das ist ja überall dasselbe. Grüne Fanatiker, die irgendwas durchsetzen wollen und jetzt mit Druck und Gesetze durchkommen. Tja, weil sie keine Ideen haben. Alternativen schaffen, bevor man irgendwas abschaltet. Und welche Alternativen haben wir? Tja, gar keine. Warum? Der Strom aus dem Norden würde ja nach dem Süden kommen, wenn man die Stromtrassen, die da geplant und schon teilweise im Bau sind, nicht blockieren würde durch irgendwelche Bürgerinitiativen, weil da irgendwo ein Frosch rumhopst, den kann man ja auch umsetzen, oder ein Vögelchen. Komm, bau du mal dein Nest woanders und dann ist die Sache erledigt. Nein, diese grünen Lappen haben das ja alles blockiert. Sonst wäre die Stromtrasse von Norden nach Süden schon fertig. Ganz einfach. Denkt mal drüber nach. Der Bauer aus der Mark.